Perspektivenwechsel bedeutet für mich und speziell in meinem Studiengang, dass ich als Werber auch mal die Designer-Richtung kennenlerne. Und ich war schon zuvor mehrere Jahre berufstätig und habe dann nochmal meinen Bachelor gemacht. Und ich glaube, ich kann jetzt die Designer viel besser verstehen, weil ich einfach mit denen teilweise Tag und Nacht zusammengearbeitet habe. Und es ist einfach schön und man kann, glaube ich, besser aufeinander eingehen, auch später dann, also im Beruf. Also aus der Zusammenarbeit auf jeden Fall, dass man mal einen anderen Bereich kennengelernt hat, dass man mal gesehen hat, wie andere in anderen Studiengängen arbeiten und auch wie man dann zusammenkommt, also dass man irgendwie mit den Gesprächen zusammen irgendwie vorankommt. Das war auf jeden Fall mal sehr interessant, weil man sonst, also bei uns zumindest in den Projekten immer alleine arbeitet, die Entscheidung alleine trifft und jetzt es eigentlich ganz schön war, dass man das mal so connecten konnte. Genau. Mir ist erst so richtig bewusst geworden, wie wichtig also unser Studiengang eigentlich ist. Also ich habe auch also während dem Abitur halt lang darüber nachgedacht, was ich denn jetzt eigentlich studieren möchte und was denn meine Stärken sind und wo das denn so gut passen könnte. Und dann bin ich schlussendlich bei Wirtschaftsinformatik gelandet und ja, das war so ein bisschen so ein Perspektivenwechsel für mich. Und auch wie krass man eigentlich jedes Thema auch in der IT betrachten muss, also wirtschaftlich betrachten muss und genau abwägen muss, was denn noch nötig ist, was denn noch unbedingt sein muss und ob sich das dann noch rentiert. Das war für mich so eine Geschichte. Also das Blended Learning an sich ist für mich persönlich schon ein sehr großer Perspektivenwechsel. Ich sage es ganz offen, ich bin eigentlich ein großer Freund von Vorlesungen. Ich habe schon Vorlesungen gehalten im Hörsaal für über 1000 Teilnehmern. Das hat eine ganz eigene Atmosphäre, das muss man mögen oder nicht. Ich mag das durchaus. Ich glaube aber, dass diese Atmosphäre so nicht funktionieren kann bei dem Weiterbildungsmaster, weil er berufsbegleitend ist. Und daraus gibt sich eigentlich schon der zweite Perspektivenwechsel. Es sind eben keine Studenten, die da sitzen, die von Anfang an anfangen, sondern es sind Leute, die in irgendeiner Form beruflich schon unterwegs sind. Es ist berufsbegleitend. Das Feedback kommt dann zeitverzögert, aber ich bin da ganz optimistisch, dass das klappt. Aber wie gesagt, es geht ja um Experimente. Somit ist das Blended Learning auch hier für mich ein kleines Experiment.